Ein flotter Fortschritt für flinke Freunde. Heyo, was geht ab? Jungs, Mädels, Kinder aller Altersklassen, wir sind zurück zu Pokémon. Ihr wisst Pokémon. Ihr habt das Team überarbeitet, alle sind auf Level 38. Ich habe Bettlakenmann ins Team genommen, als Ersatz für Polanski. Und ja, Bettlaken macht sich sogar sehr, sehr gut. Ich bin ein bisschen begeistert. Annie ist, wie gesagt, weitergehen im Team. Tadeusti sowieso. Sundance Kid bleibt. Neu reingekommen ist Johnny im Austausch gegen Heavy. Ja, sorry, tut mir leid, aber ne, wir wollen auch mal mit Abwechslung drin haben. Und Sven. Sven kann auch lustigerweise jetzt ein bisschen was, was ich ziemlich begeistern finde. Ja, auf jeden Fall. Meine Pläne für heute, voraussichtlich krieg sie hin, sind erst einmal den scheiß Turm clearen, der sich, Moment, hier in dieser beschissenen Stadt befindet. Ich hasse die Silphscope. Ich hasse allgemein alles, was mit diesem Bereich zu tun hat. Es ist elendig lang, es kotzt mich an. Ich will es eigentlich gar nicht machen, ja? Eigentlich würde ich die Scheiße so gerne überspringen, aber vielleicht mit etwas Glück läuft es ja schneller als erwartet. Deswegen schauen wir mal, was wir hier so machen können. Ich bin auf alles gefasst. Hey, Balk, was machst du hier? Postelka! Irrlicht. Irrlicht. Danke. Nachtnebel. Kannst du aufhören? Finte. Hör auf. Finte. Stopp. Gut, wunderbar. Jetzt kommt ein Zickzacks. Ich schick mal Johnny rein, weil Johnny macht sich momentan sehr, sehr gut in diesem Team, weil er wirklich alles wegbumsen kann, was in die Quere kommt. Das ist halt, ja, ich meine, wisst ihr was? Lass mir doch einfach Johnny hier vorne. Guck mal, sogar ein Gesteins-Pokémon kann Johnny locker wegpimmeln. Ich meine, warum nicht? Warum nicht, ne? Musha, sehr gut. Das kriegt Bettlaken auch noch hin. Nachtnebel, eine Finte hinterher. Passt, läuft. Quiekel ist irrelevant, also hauen wir Nachtnebel rein. Finte? Finde. Gut, er ist auch besiegt, super duper. Ich bin eigentlich mal gespannt, was wir demnächst noch so finden oder fangen können. Moment, wir könnten in die Safari-Zone gehen. Die Safari-Zone! Jungs, Mädels, Kinder, Altersklassen, es geht los. Willkommen in der Safari-Zone! Für nur 500 Poké-Dollar darfst du im Park so viele Pokémon fangen, wie du möchtest. Möchtest du auf die Jagd gehen? Ja, will, dann macht Spaß. Wir verwenden hier spezielle Pokébälle, die Safari-Balls. Okay, ich bin gespannt. Ich weiß, ich habe bloß eine begrenzte Schrittzahl. Ich will gucken, damit ich vielleicht sogar, wenn ich mich nicht täusche, hier gab es Stärke. Oh, was ist es? Es ist ein... Oh, so Ampharos wäre schon geil, ne? Ködern wir es mal. Fangen. Ampharos frisst. Das ist gut. Ball. Eins, zwei, drei. Jawoll! Ja, Mensch, Leute. Ein Ampharos. Schnucklig, schnucklig. Wie nenne ich dich? Ich glaube, ich nenne dich Amphi. Das ist ein schöner, simpler Name. Den kann sich jeder... Wann's merken, Amphi wurde auf die Box gesendet. Schön, schön. Vielleicht können wir den ja auch immer mal trainieren. Vielleicht können wir den in ein Team nehmen. Ein Upgrade. Oh, warte mal. Upgrade ist doch für Porygon, wenn ich mich enttäusche. Zum Weiterentwickeln. Ich weiß, dass man sich ein Porygon holen kann. Es kostet aber ein bisschen Geld. Oh, ein Sonderbonbon. Super. Das hätte man noch fangen können. Also, ja, ist klar. Ampharos, ne? Kann man sich erstmal klären. Ich will nicht mehr. Ich hätte auch einen Raikou haben können. Komm. Ja gut, okay. Was willst du mit einem Elektroball, ne? Davon abgesehen. Ich meine, bestimmt für einige, die es feiern, ne? Hilfreich, denke ich mal. Aber, nee, nicht mein Fall. Nicht mein Fall. Oh, Ball. Donnerstein. Schön, schön. Wenn ich irgendwas finde, was sich mit einem Donnerstein entwickelt, dann habe ich einen Donnerstein. Nebulak. Nö. Ich bin eigentlich zufrieden, dass wir Amphi gefangen haben gerade. War das hier? Nee. Ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo ich hier lang musste. Slimeok wäre auch cool gewesen. Davon abgesehen. Ja, Nebulak ist mir egal. Ball. Verwurzler. Ja, kann hilfreich sein. Ich denke mal, irgendeiner kann das bestimmt brauchen. Top-Eder. Ja, Nebulak, ich habe es verstanden. Du bist ein Geist. Safari-Zone. Belohnung. Wer die Goldszene des Parkwächters der Safari-Zone findet, erhält eine Belohnung. Cool. Ja, klar. Da haben wir sie schon. Mensch, das ging flott. Feuer. Ui, Feuersturm. Fresh? Hallo? Guten Tag, Sir? Ah, endlich. Du bist der Erste, der das geheime Haus gefunden hat. Ich dachte schon, niemand würde das, den großen Preis jemals gewinnen. Glückwunsch, du hast gewonnen. VM03. Hey, das ist Surfer. Bibi. Ah, fantastisch. Das ist ein guter Tag. Ein glücklicher Tag. Ich schaue doch gleich mal, damit ich meinen Buben was beibringen kann, wenn ich schon hier bin. Das war eine gute Ausbeute, würde ich behaupten. Surfer. Wer soll denn surfen können? Ich meine, Bettlaken, ne? Das ist schon eigentlich so... Ist ja klar, ne? So ein Geist, der schwimmen kann, das kennt man halt, ne? Aber ich denke mal, unsere gute Tadeussi, ja, die hat es verdient zu surfen. Schade um Yoktazuka, aber... Surfer ist halt übel stark. Tadeussi, Vergas, Octazooka und Maschine. Jawohl, passt. Ja, das war doch ganz genüsslich. Gut, warte, wie viel Schritt habe ich noch übrig? 69, nice. Oh, Gong, eine Durchsage. Zeit ist um. Supiduppi. Ah, ja, toll. Wann, Mensch, supiduppi. Okay, ich weiß, dass wir links noch eine neue Ebene haben. Warte, wo war der Opa? Opa? Oh, hier ist ein Pokémon-Markt. Genüsslich. Ich will zum Opa. Ich will ihm seine Goldzähne geben. Opa, wo bist du? Opa, hallo? Opa? Hast du schon Bill getroffen? Er ist mein Enkel. Das ist auch schön für dich. Du bist nicht der Opa, den ich suche. Opa, Opa, wo ist der Sack? Bist du der Opa? Eingang Safari-Zone. Nein, wo ist der Opa? Oh, Safari-Zone, Haus des Wärters. Aha, da bist du also, du Sack. Oh, ja, er hat sein Gebiss zurück.
Danke, niemand hat auch nur ein Wort von mir verstanden. So konnte ich nicht arbeiten. Nimm das hier für deine Mühe. Formel 4, yippie! Super. Wer soll Stärke erlernen? Ich muss dir ganz Boom erstmal diese ganzen Fähigkeiten geben. Stärke. Wer könnte mit Stärke etwas anfangen? Wenn ganz ehrlich, Sven ist sowieso schon unsere VM-Sklave, wenn es danach geht. Dann kann Sven auch mal zeigen, was er von Muckis hat, ne? Scheiß auf Giftpuder halt. Sven jetzt unser Multitasking-Tool hier, ne? Und dann geht los. Einen kleinen Schubs in die richtige Richtung. Gut, Zink. Nichts ist genüsslicher als Zink. Das schmeckt doch lecker. Gut. Dann schauen wir mal. Hier war noch eine Ebene. Ich bin bereit für alles. Hier sind sehr viele Trainer. Okay, was finden wir hier? Ich bin gespannt. Es ist ein... Ich habe nur noch 28 Superbälle, aber ich gebe mein Bestes. Was für besser? Irrlicht drauf zimmern? Warte mal, wie stark ist Finte? Bettlaken! Fick dich! Oh, das war so dumm! Scheiße. Natürlich, warum nicht, ne? Ich meine, drauf geschissen. Ich hätte einen Lugia haben können. Aber hey, wen juckt's denn? Wenn auch ein Bettlaken habe. Oh Gott, das regt mich schon wieder so hart auf. Ich hätte mit Bettlaken nicht kämpfen sollen. Lugia ist Flugpsycho. Das hätte... Nein, das hätte ich jetzt wissen müssen. Egal. Schauen wir mal, was Amphi kann. Amphi. Bricht. Okay. Amphi hat Amphi. Deine Werte sind für den Fall entsprechend akzeptabel, würde ich behaupten. Ja, gute physische Verteidigung, Spezialangriff ist, ja, hoch. Initiative ist okay, Spezialverteidigung, na, da kann man noch ein bisschen dran feilen. Angriff ist sowieso irrelevant und dann Angriffe sind Tackle, Heuler, Donnerschock und Donnerwelle. Würde behaupten, das ist stabilo eigentlich. Relativ stabil. Naja, gut. Wir könnten auch die Arena machen, fällt mir gerade ein. Die hat auch noch nicht... Warte, habe ich meine Pokémon geheile? Alle heile. Gut. Wir können mal die Arena klatschen. Ich meine, die sind bisher eh nicht schwer gewesen. Was soll denn schon passieren? Und mit einem Bettlaken ist das sowieso easy. Also, komm schon. Oh nein, das ist ein Pokémon. Ich habe das Gefühl, es wird sehr pflanzenlastig hier. Perfekt für Annie. Ich bin begeistert, dass Annie auf Level 38 ist und noch immer nichts anderes gelernt hat, außer, naja, eigentlich noch gar nichts gelernt, wenn es danach geht. Es ist halt Brömer. Weg damit. Vogel. Weißt du was, Ronny, komm. Hier, klatsch drauf. Ja, komm, ist gut. Klatsch drauf. Jawohl, gut, wunderbar. Oh ja, bla bla bla. Du bist ein toller Pokémon-Trainer. Denke ich, lol, Nachtnebel. Komm, Finte? Ronny Call. Komm, find weg, die Alte. Jawohl. Zack, zack, zack. Also es kommt wieder Rosanna. Gut, weggezankt. Bada bing, bada bum. Ramaldo. Oh, großer Junge. Finte, Irrlicht. Mehr draufhauen. Jawohl. Gut, dann gehen wir zurück. Heilen mal wieder die Buben. Und dann ist das alles ganz genüsslich. Wie ein Müsli. Jawohl. Heile. Zack, zack, zack. Zurück. Ab in die Arena. Jawohl. Links, rechts, geradeaus, hinten. Einmal hier, einmal da. Oh, bleib stehen. Bla, 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 bla. Weißt du eigentlich, wisst ihr eigentlich, dass mich alle kein Furz interessiert, Alter? Nicht mal die Nähe. Oh, Formio. Hallo. Ich kenne dich. Formio tot. Ach, der Daniel. Der ist tot. Warte. So. Ja, willst du zu Koga? Ja, will ich, weil... Mach den eh fertig. Finte. Gut. Als nächstes kommt Flamara. Nachtnebel. Bettlack macht sich übelst gut gerade. Also ich bin sehr begeistert. Hier, zack, zack. Warte, zack, zack. Nee. Zack? Nee. Hä? Warte mal. Warte mal. So, zack, zack, zack. Aha, jetzt. Aha! Ein Kind fordert einen Ninja-Meister zum Kampf heraus? Wie du willst. Erlebe eine Welt des Schreckens, bevor ich dich besiege. An meinen Schlaf- und Giftattacken sollst du verzweifeln. Ja, das haben sie alle anderen auch gesagt. Die werden so stark sein. Oh, wow, und Shiggy, cool. Nachtnebel. Oh nein, Shiggy ist tot. Granbull, ich setze mich auf dich drauf und du bist... Holy shit, Level 43. Ja, na klar, Digga. Tot. Gut. Gut, dass Jeronny vorne war jetzt. Skaraborn ist cool. Lass mal Jeronny machen. Ui, Kraftkoloss? Ja, frag nicht, warum er Kraftkoloss kann. Das ist erstmal irrelevant. Wisst ihr was? Ich push mal die. Okay, ich push erstmal gar nichts. Ich werde Andy nach vorne nehmen. Glut. Oh, brennt. Super. Mehr Glut. Jawohl. Gag Arbor. Ja, kann drinnen bleiben. Brenn mehr. Brenn am meisten. Mehr brennen. Brenn. Jawohl. Mehr Feuer. Viel mehr Feuer. Stopp. Hör auf, dich zu heilen. Gut. Das wär's dann. Das wäre in die Arena gewesen. Das hat sich vollkommen nicht gelohnt. Also, ja, bla, bla, bla. Gibt's hier eine Abkürzung nach draußen? Ich habe keinen Bock wieder durch dieses elendig lange Labyrinth hier zu dödeln. Zack, 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 zack. Gut, okay, tada. Das war die fünfte Arena. Gut, dass wir wieder was geschafft haben. Ich werde kurz mal hier lang gehen. Ah, Route 18. Hier habe ich, glaube ich, noch nichts gefangen, wenn ich mich nicht täusche. Ist das korrekt? Ist das denn korrekt? Das sieht nicht so aus. Das sieht aus wie eine neue Route. Warte mal, hier ist Prismania City. 16, 17, 18. Wir könnten also hier ganze 3 Pokémon fangen. Da fange ich doch gleich mal an, aus meinem Beutel eine Angel rauszuangeln. Dafür ist keine Zeit. Verdammt, Radweg, vergessen. Route 17, scheiße. Das heißt, wir können hier... Achso, nee, Moment. Haha, lustig. Hier waren wir doch schon gewesen. Okay, wäre es besser gewesen, wenn ich von Oma gefangen hätte. Dann bräuchte ich mir jetzt hier nicht einen abradeln. Ziel ein, ich bin erschöpft. Ja, ich auch. Bablu, Finte. Wechseln? Ja, komm, Annie. Komm, du könntest mal wieder, ich habe genau wieder die richtigen Pokémon rausgesucht. Das ist unfassbar geil. Ich habe so ein fucking Glück bei solchen Sachen. Immer wieder. Brüller, weg damit. Brüller, weg damit. Kussella kann man beißen, das ist gut. Beiß härter. Jawohl, Kriotak. Ja, Jochoni.
Jochoni ist doch bestimmt ganz gut. Genau. Tauboga, dicker Vogel. Vogel weg. Nice. Als nächstes kommt Omod. Omod ist auch interessant. Gut, gut. Und wieder hochradeln. Und was steht denn hier Hübsches? Ein Hinweis. Gib niemals auf. Versuch dein Glück mit Pokébällen. Na danke, ist aber lieb von dir. Da haben wir hier zu stehen. Route 17, Prismania City, Fuchsania City. Das ist doch cool. Oh, ein Hinweis. Tipps für Trainer. Drücke den B-Knopf, um auch bei Gefällen die Position zu halten. Ach so, ja, na klar, ne? Aha, ein Tipps für Trainer. Jedes Pokémon ist einzigartig. Selbst gleiche Pokémon mit identischen Leveln unterscheiden sich voneinander. Toll, der Effekt fuckt mich gerade hart ab. Oh, warte. Ein Hinweis. Achte auf weggeworfene Items. Ja, das kann ich machen. Oh nein. Wir sind Biker, Könige des Highways. Yo, Lepumentas. Nachtnebel, Nachtnebel. Tada, Bettlaken ist sehr stark momentan. Also, ich muss ja sowieso demnächst eine Planung machen. Oder beziehungsweise schon mal planen, wer in Zukunft beim der Pokémon-Liga kämpfen wird. Oh, Moment, es kommt ein neues Pokémon. Es ist ein! Ich hab schon Glurak. Bringt mir nichts. Nee. Wer dem für die Zukunft nachher im der Pokémon-Liga kämpfen wird. Und ich denke mal, Bettlaken hat sich... Ach du heilige Schneiße. Kann ich bitte nicht in der Nähe von euch sein fürs Erste? Egal, radeln wir wieder runter. Hui! Ich nehme den anderen Weg. Ich habe keinen Bock gegen dich oder irgendwen von euch zu kämpfen gerade. Ist mir gerade alles ein bisschen zu doof. Vielleicht offscreen, wenn ich ein bisschen leveln will. Ansonsten, nein. Ja, Annie wurde besiegt. Ist mir bewusst. Die ist tot. Runter vom Fahrrad. Kampfahner? Oh, ich habe vergessen den... Oh. Herr Jemine, ich habe aus Versehen den Kampfahner ausgerüstet gehabt, weil ich offscreen noch ein bisschen leveln wollte mit einigen Trainern. Und es ist ziemlich lustig, dass einige von ihnen sogar noch mitleveln. Weil ich mache eigentlich immer bei den ein und denselben Leuten. Deswegen habe ich mitgekriegt, dass einige von ihnen stärker geworden sind. Okay, jetzt aber zurück zum Thema. Wir wollten den so ziemlich langweiligsten und beschissensten Ort meines Erachtens nachmachen. Deswegen geht's wieder zurück nach Saffronia City. Und wenn wir diesen langweiligen und komplett beschissenen Ort fertig haben, dann können wir sogar die nächste Arena machen. Und abgesehen davon geht's dann auch irgendwann weiter Richtung 7. und 8. Orden. Und ich bin schon echt gespannt, weil dann wird dieses Projekt bald zu Ende sein. Und mein Team ist sehr knusprig. Es ist richtig knusprig. Hallo? Aber findest du auch durch dieses Labyrinth? Ich hab doch gar nichts gefragt, Junge. Es sind nur komplizierte Wörter und Zahlen, die keinen Sinn ergeben. So wie letztens. Hui, hui. Hallo? Oh nein. Du bereitest uns nichts als Ärger. Du kennst mich doch gar nicht. Ein Kindwurm ist gleich tot. Ist tot. Nobilikat. Katze. Finte. Ist tot. Okay. Wo geht's hier hin? Oh, die Silvesco. Schon erledigt ist? Keine Ahnung. Sag du es mir. Ja, um Gottes Willen. Wo geht's hier hin? Ich hasse dieses Gebiet allgemein. Ich hasse diese scheiß Teleporter. Ja, ja, einer der Rocketbrüder. Warum hast du einen Dummierplex? Warum? Warum hast du einen Dummierplex? Wer benutzt das? Wer benutzt einen Dummierplex? Wer macht das? Warum macht man sowas? Kannst du jetzt mal bitte wach werden, Bettlaken? Danke. Gott. Oh, toll. Ein Tauros. Na klar, warum nicht? Finde die Scheiße aus dem Haus los. Komm schon. Nicht wundern, falls man ein bisschen Klicken einiger Tasten hört. Ich habe meinen PS4-Controller angeklemmt an den Computer, weil meine scheiß Tastatur nachgibt und nicht mehr machen will, was sie machen soll. Deswegen kann ich auf der Tastatur nicht mehr spielen. Und mit Controller ist es eher angenehmer. Also, ja. Wo geht's hier? Oh. Sieht aus wie heile Zochen. Hallo? Eine Perle. Das ist schön. Hallo? Der Boss von Team Rocket ist unheimlich grausam. Für diese Pokémon schlicht Mittel zum Zweck. Was wird geschehen, wenn dieser Tyrann unsere Firma übernimmt? Weiß ich doch nicht. Das sind schöne Betten, an denen ich mich nicht heilen kann. Scheiße. Ene, mine, miste. Es rappelt in der Kiste. Hier ist ganz viel Weg. Endstation. Bis hierher und nicht weiter. Oh, Magnalien. Mag ich. Finte. Jawohl. Taubers. Johnny. Body Slam, das Viech. Nice. Nido Queen. Body Slam, das Viech. Nice. Body Slam, das Viech. Nice. Gut. Haben wir geklärt. Wo bin ich jetzt? Hallo? Ich bin einer der vier berüchtigten Rocket-Brüder. Ach, es gibt mehr von euch? Cool. Finte. Nice, ist tot. Finte. Nice, ist tot. Oh, was? Der nächste? Wow. Nachtnebel. Finte. Nice, ist tot. Finte. Du lebst noch. Respekt. Wo ist ich stehen geblieben? Ach ja. Finte. Nice, ist tot. Finte. Nice, ist tot. Hallo? Es geht nur mit einem Türöffner. Herr Jemine, ich habe keine Türöffner. Ah, du dachtest, du kannst die Cisco. Bla, bla, bla. Finte. Oh, ist nicht tot. Stopp. Jetzt ist tot. Okay. Finte. Nice. Ist tot. Oh, wow. AP Plus. Nice. Ich hasse dieses Gebiet wirklich wie die Pest. Es ist so verdammt langweilig. Oh ja. Rocketbrüder. Bla, bla, bla. Junge, leck mich. Finte ist tot. Oh nein. Ich habe keine Finte mehr. Das ist mein Untergang. Aber Bettlaken hält da durch mit 2 KP. Hallo? Oh je, Mini. Bitte hilf mir. Bin dabei. Schau ihn dir an, den Feigling. Er gibt sein Bestes, okay? Lass ihn in Ruhe. Sie müssen es wegen unserer Pokémon-Produkt auf die Silvco abgesehen haben. Naja. Das Team Rocket benutzt die Pokémon bei dem Versuch, die Welt zu erobern. Toll. Über Team Rocket hat die Kontrolle über das gesamte Gebäude übernommen. Toll. Super. Freut mich. Nice. Habe ich irgendwas zum Heilen? Natürlich nicht. Ich meine, warum sollte ich was dabei haben? Man kennt mich ja eigentlich. Ich bin der Typ, der nichts zum Heilen mitnimmt und lieber zum Pokémon-Center zurückrennt. Ist halt billiger. Nachtnebel. Nice. Bettlaken schon Level 45. Ich sollte was anderes nehmen. Johnny, pump's weg, die Alten. Jawohl, pump's weg. Papunga! Weißt du was, mein Gutster? Du hast meinen Respekt verdient. Du kriegst von mir den Gutgemacht-Orden. Hast du gut gemacht. Du bist ein respektabler Mensch. Wer einen Papunga trainiert, ist ein respektabler Mensch für mich. Merkt ihr das, Kinder? Trainiert Papunga. Dieser verdammte Präsident!
Warum will er ausgerechnet mich nach Tixi schicken? Weg nach wohin? Nach Tixi? Hat? Body Slam. Nice. Body Slam. Ach nee, warte mal, geht da gar nicht. Moment, ist ein Geist-Pokémon. Annie, hau auf. Jawohl. Ammonitas. Hallo. Annie. Egal. Johnny, hau auf. Als nächstes kommt. Hey, Amphi. Ist tot. Nice. Nochmal Nebulak. Nice. Hadeusi, Surfer, jawohl. Das sieht doch alles ganz knusprig. Hallo? Meine Pokémon erwarten dich. Body Slam, nice. Rückentzug, was ist Rückentzug? Anwender versperrt den Fluchtweg des Gegners mit... Nee. Was soll ich mit Rückentzug? Was soll ich damit? Hilfe, ich hab Angst. Hallo? Team Rocket, bla bla bla. Body Slam den Typen, weg. Body Slam das Viech, weg. Teleporter? Ich weiß doch gar nicht, wo ich hin muss. Mann, ich hasse dieses Gebiet. Ich hasse alles daran. Was liegt hier? TM47. Hey, Kevin. Kannst du mal, ja, Eindringling gesichtet. Body Slam den Typen, nice. Body Slam das Viech, nice. Body Slam das Viech, nice. Gut, okay, ich habe immer noch keinen blassen Schimmer, wo ich hin muss. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß es einfach nicht. Ist richtig? Ich weiß nicht. Genug, bla bla bla. Body Slam das Viech, nice. Body Slam den Typen. Ich habe keinen Body Slam mehr. Kraftkoloss, nice. Willkommen im 9. Stock. Ja, ist mir schon aufgefallen, Mensch. Grüße. Nice, gewonnen, super, duper toll, wow. Okay, wir haben hier einmal ein Blattstein. Das ist cool. Ein Top-Elixier. Das ist auch cool. Und ein Beleber. Na, supi. Dann weiß ich ja, dass ich jemanden wieder zurückholen kann. Okay, 10. Stock. Ist hier irgendwas? Vogel, Kraftkoloss, Nincada. Sven, zeig doch mal, was du kannst. Flieg mal weg. Jawohl. Wingull. Ja, ist okay. Flieg mal weg. Ist okay. Ja, flieg mal weg. Naja. Ninjaturm. Flieg mal weg. Jawohl. Supi. Was haben wir hier? Ein Nugget. Köstlich, köstlich. Ich hasse dieses Gebiet. Kann ich hier auf irgendeiner... Nerv doch nicht, Kevin. Kraftkoloss. Oh nein. Ist tot. Das ist nicht gut. Surfer, Surfer. Porygon 2. Das zweite Porygon. Oh, es ist so rund. Es ist tot. Das ist unvorteilhaft. Wo war der verschissene Türöffner hier an diesem Gebiet? Ich hab fast alles weggebumst, was mir in die Quere kam. Geht's hier unter? Ist hier irgendwas? Nee, die habe ich auch schon weggeklatscht, alle, glaube ich. Entschuldigung. Habe ich... Euch habe ich auch weggeklatscht. Das weiß ich. Wo muss ich hin? Ich nix wissen. Ist hier was? Hallo? Oh, hier war ich noch nicht. Was? Wer hat denn das Kind reingelassen? Warte. Wäre es nicht besser gewesen, wenn du hilfst? Alle hier, weiß ich nicht, zu retten oder so? Ich meine, du bist jetzt der Einzige, der nicht so Team Rocket ist. Du Verständern. Verdammt, zolle den Team Rocket gefälligst mehr Respekt. Wieso sollte ich? Oh, du hast ein Bettlaken. Genüsslich? Ja, hust, hust, bla, bla, quetsch, quetsch. Ja, wir gehen in diesem Pokémon-Labor, Labor-Pokémon, die Pokémon sind. Boing, Fisch, Fliegenfisch. Ich hörte diesen Schlag drauf. Nice, gut, super, dupi. Wo fühlt mich das denn? Oh, das sieht anders aus. Vielleicht sogar richtig. Hau drauf. Nice, super, duper. Nice, hau drauf. Super, duper. Fresh, fresh. Los, hau drauf. Super, duper. Mensch, das läuft ja fantastisch hier, Mensch. Verdammt. Ist ja auch wieder nicht richtig. Sehe ich hier hinten? Oh, der Türöffner. Endlich. Oh, endlich gefunden, die Scheiße. Auf die Tür. Ein, was auch immer das war. Stockwerk 2. Ist richtig? Ich weiß nicht. Auf die Tür. Oh, mehr Tür. Mehr Türen heißt mehr aufmachen. Ein Elixier. Yippie-yipp. Da hab ich mich verschluckt, ey. Also es kommt, was auch immer, ist mir eigentlich egal. Mein Team sieht echt ein bisschen fertig aus. Eine Ewigkeit später. Ha, mehr Tür. Okay, auf. Entschuldigung, junge Dame. Zu Hilfe. Nein, bitte nicht. Ach, du bist ja gar nicht von Team Rocket. Verzeih mir, wenn ich einen deine Pokémon Donnerwelle beibringe. Ich glaube nicht, dass das Donnerwelle ist. Säurepanzer. Warum denn nicht? Ich meine, scheiße, schon wieder nicht richtig. Hallo, Mr. Sir Pokémon. Jetzt bin ich wieder ganz unten. Ach komm, leck mich doch. Wo muss ich hin? Ich weiß, die größte Teil von euch wird sich schon denken, oh nein, wie kann das nicht so hinkriegen? Ja, frag dich mal warum, weil scheiße ist. Es nervt einfach nur, dieses ganze Gebiet ist einfach nur Kacke. Da ist die Heile-Heile-Dame. Ja, mach mal Heile-Heile, danke. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Mann, lauf doch. Super, ich speichere mal kurz ab. Super. Hallo, Gay, Jochon. Ha, ich wusste, du wirst hier vorbeikommen. Das ist schön für dich. Tohaido, Mensch, mein Guter, du hast ja ein bisschen mal ordentlich geholt hier. Mensch, du bist zu schade, dass ich stärker bin. Oh, Mensch, ein Hundämon. Hallo? Kannst du mal... Was soll denn das? Mach tot! Bettlaken. Bettlaken ist gut. Winter. Nachtnebel. Das macht mir jetzt gerade ein bisschen Angst. Zerschneider? Okay, Formio. Ja, Formio ist eh kacke. Flieg... Oh mein flicking Gott. Stopp. Hör auf, mein ganzes Team zu bumsen. Stopp. Konfusion. Quatsch. Konfusion. Okay. Herr Gabor. Feuerwirbel weg, das Viech. Mehr Konfusion mal nochmal hauen, ein bisschen drauf. Mehr Konfusion. Jetzt kommt nochmal Tohaido, weil. Warum auch immer? Konfusion hat keine Wirkung, weil. Darum. Nein. Annie. Weiß mehr. Hab ich gewonnen? Ja, hab ich. Ich zieh dann mal von dann. Ja, fick dich. Du kannst mich kreuzweise am Arsch lecken. Hallo. Oh, du bist kein Rocket. Klasse.
Vielen Dank, nimm das Pokémon hier. Lapras einen Spitznamen geben. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wie nennen wir Lapras? Es ist männlich. Ich habe keinen Namen für dich. Ich war unvorbereitet darauf. Ich nenne dich Lappo. Lappo das Lapras. Ich würde trotzdem ganz gern erst einmal zurück, um mich kurz mal heilen. Wo war das Heilding jetzt letztlich? Ich hoffe, ich verpeile den Weg nicht. Okay, es ist ganz easy. Lauf, lauf, Frau. Heile. Jawohl, fein, gut. Supiduppi, ja, fein. Oh, Mensch, super, Mensch. Toto, ja. Ganz genüsslich laufen wir. Stehe direkt schon vor der Tür. Snowball, Body Slam. Totatvieh, Body Slam, Totatvieh, Body Slam, Totatvieh. Was? Stopp, Moment. Auf die Tür. Hallo? Ah, Lörsack, so trifft man sich wieder. Ich führe gerade äußerst wichtige Verhandlungen mit dem Präsidenten. Halte dich ein für alle Mal aus den Geschäften Erwachsener raus. Oder du lernst eine Welt voller Schmerz kennen. Oh nein, nicht dein Libiskus. Das könnte mir echt gefährlich werden. Verdammter Mist, du hast unsere Übernahme der Sylph Scow vereitelt. Aber das Team Rocket wird niemals aufgeben. Niemals! Okay, nerv halt. Hallo, Mr. Glatzkopfmann. Ich danke dir für die Hilfe. Rettung der Sylph Scow. Ich werde niemals vergessen, wie du uns trotz größter Gefahr tapfer gerettet hast. Oh, wie kann ich dir bloß meinen Dank aussprechen? Ich bin reich. Ich könnte dir alles geben. Mehr Pokébälle? Aber vielleicht ist das hier eher was für dich. Ui! Das kann man nirgends kaufen. Ja, das ist gut, denke ich. Hey, C. Oh, cool. Ich kann hier einfach mal so meine Pokémons durchgucken. Ich meine, ja. Gucken wir mal, was Lappo kann. Lappo. Wasser, Eis. Lärmschutz. Immun gegen Lärmattacken. Sehr, sehr hohe Defensive. Echt beschissenen Spezialverteidigungswert. Aber, ja, das war's auch schon wieder. Ja, das war's. Ja, gut. Dann, auf geht. Ja, ich könnte theoretisch noch versuchen, den nächsten Orden reinzuquetschen. Wäre möglich. Wollt's nur gesagt haben. Oder wir könnten uns schon mal auf den Weg Richtung Feuerinsel machen. Also die Zinnoberinsel. Und da dann versuchen, also hier, die schöne Zinnoberinsel, unsere geilen Fossilienboys erstmal wach zu machen. Ha, surfen. Hut 21. Oh, krass. Was gibt's denn hier Hübsches? Es ist ein Kindwurm. Ich habe schon eine Weiterentwicklung, ist jetzt nicht so dramatisch witzig. Huch. Ein Ei. Ein Owei. Das war überhaupt nicht lustig, ist okay. Superball, einfach deine Fresse, weil ich habe keine Ahnung, was ich sonst machen sollte. Einfach mal versuchen zu fangen. Gut, wir haben ein Owei. Owei. Ich nenne dich. Lol, wie nenne ich dich? Egg. Egg wurde auf PC. Lol. Ich will mit euch nichts zu tun haben. Lasst mich in Ruhe. Nein, ich will mit euch nichts machen. Impergator. Das ist interessant. Das gefällt mir. Das ist cool. Okay. Lasst mich in Ruhe. Ich will mit euch nichts zu tun haben. Oh, Teddy Ursa. Mach tot. Danke. Cool. Aha. Da sind wir. Insel. Hier kann man seine Pokémon teilen. Muss ich ein Pokémon ablegen, wenn ich meine Fossilien hier abgebe? Warte mal. Hallo, Mr. Pokémon-Mann. Wir forschen hier Pokémon. Ach nee, warte. Das war hier hinten. Hallo? Hallo. Ich leite hier die Forschung. Wir erforschen Fossilien von Urzeit-Pokémon. Hast du Fossil? Ja, ich habe einen Altbernstein. Ein Aerodactyl. Ja, mach mal. Wird ein bisschen dauern. Okay. Ich werde sich jetzt halber erstmal das Gebäude verlassen, eins meiner Pokémon ablegen und dann die besagten Buben erstmal alle weg verstecken. Wer kommt denn mal kurz raus? Johnny, ganz kurz mal. Du kannst erstmal kurz dein Eier kraulen. Hier. Okay. Gut, gut. La di da da da. Dup di du. Schnipp, schnapp, schnupp. Dup di du. Hallo, Mr. Wissenmann. Wo warst du? Wir haben die Fossilien wiederbelebt. Cool. Aerodactyl. Yay. Wie nenne ich Aerodactyl? Ich nenne dich. Ich hoffe, das wird jetzt nicht dumm ausgehen. Ich meine, ich werde ihn wahrscheinlich nicht ins Team nehmen. Vielleicht bewahrheitet er sich, aber ja, willkommen im Team. Oh shit, S. Gesteinflug. Die Werte sind, nicht schon wieder so eine Glaskanone. Feuerfänger steigt, wenn V Feuer getr. Joa, ne, check ich. Stopp. Moment, ich kann ja noch mal ein anderes Fossil abgeben. Hallo. Ja, Forschung, bla, Domfossil. Hier, nimm, halt die Fresse. Ja, nimm. Halt's Maul. Pack mich ab. Gut. Pokémon ablegen. Ich nehme den Aeroman. Kommt in Box 1, das ist fein. Da soll er hin. Da kommt er rein. Yep. Okay. Hallo. Wo warst du? Wir haben den Fossil wiederbelebt. Ja, weiß ich. Okay, Kabuto. Wie nenne ich Kabuto, wie könnte ich diesen kleinen Schelm nennen? Ich nenne dich tot, weil du am Ende deiner Entwicklung zwei Sensen hast und das ist cool, denke ich. Es ist so niedlich, tot, Level 5 mit 20 Leben. Boah, das ist das knuffig. Gesteinwasser. Wassertempo, stärker Initiative bei Regen. Angriff ist kacke, Verteidigung ist kacke, Spezialangriff und Spezialverteidigung geht einigermaßen. Kratzer und Härtner. Wer weiß, ob du gut bist? Ich kann es nicht sagen. Ich nix wissen. Aber ich behalte dich erstmal im Hinterkopf. Vielleicht trainiere ich dich offscreen, damit wir mal gucken können, ob sich einer von euch
Hampelmännern überhaupt lohnt. Stupdidupdidu. Ich nehme Tod raus. Hol mir den hier wieder rein. Schön in der Basis. Was kann eigentlich, Pflanze Psycho. Werte sind, Spezialverteidigung ist relativ hoch. Temposchuf, erhöhte Initiative nach und nach. Das ist jetzt nicht so hilfreich, denke ich. Ist jetzt wirklich nicht so hilfreich. Aber wir können noch einen genüsslichen Abstecher in dieses Gebäude hier machen. Das Pokémon-Haus. Ach ja, das Pokémon-Haus. Mal sehen, was wir hier fangen können. Wenn wir jetzt ein Libeldra fangen, wie geht das? Äußerst knuffig. Ich nenne dich. Ich habe einen total beschissenen Namen für dich. Tut mir leid, aber willkommen im Team Elvira. Ach ja, Elvira. Man kennt sie. Ja, die Tür ist verschlossen. Ist mir bewusst. Na, ich bin nicht von schlechten Eltern. Ich kenne die Game. Ich kenne ein Spiel. Was kann denn die gute Elvira? Elvira, bist du gut? Oder bist du kacke? Erzähl's mir. Bodendrache. Ja, das ist gut. Angriff ist scheiße. Verteidigung ist kacke. Spezialangriff ist fucking hoch. Erzwinger steigert AP des Gegners. Und alles andere ist, weiß nicht. Ich habe keinen blassen Schimmer, ob das jetzt gut ist oder nicht. Mein, Libeldra, das ist gut. Libeldra ist gut. Hier war doch auch eine neue Ebene. Ist das korrekt? Ich kann doch hier auch noch was finden. Immerhin gehört das immer noch zur Dingsbums, zur Bumsdingsinsel. Naja, guter Lander. Brutal, Digga. Aber hier ist Route 20 und hier ist auch was Neues. Es ist ein Bruder. Komm rein. Du kriegst einen richtig guten Namen. Du bist mein Amigo. Du siehst aus wie ein richtiger Amigo. Okay, gut. Willkommen in meiner Box, Amigo. Gut. Seeschauminsel. Was kann ich hier fangen? Es ist ein. Was ist es? Es ist ein. Ja, nun komm. Du willst doch drinnen bleiben. Ich sehe sie doch an. Ich schmeck das doch. Ich würde ungern meinen Meisterball verschwenden. Wirklich, ich will das wirklich nicht. Komm. Eins. Gut, dann kriegst du halt einen Meisterball in deine Hackfresse und dann ist gut. Leck mich. Ja, ein Latios, supi, ein legendäres Pokémon. Ich nenne dich, du bist ein richtiger, ups, ich hab's falsch geschrieben, wo ist mein R? Nervzwerg. Weil jedes Mal, wenn ich euch auf irgendeiner Ebene begegnet bin, habt ihr mich so hart abgefuckt, da muss man jetzt einfach mal ein bisschen um die Kacke hauen mit euch. Gucken wir mal, was Nervzwerg kann. Bericht, es ist ein Drache-Psycho-Pokémon. Die Werte sind, oh, stabilo. Schnarchnase greift in dem zweiten. Das kann doch nicht wahr sein! Nein! Nicht schon wieder! Ich habe einen Meisterball für dich verschwendet, das erste fucking Legendary, was ich hier fange. Und natürlich hat es Schnarchnase. Natürlich greifst du jeden zweiten Zug an. Ihr habt die Schnauze langsam voll. Nerv mich. Es geht mir so auf den Sack, Alter. Okay, das war's mit der Folge. Ich bin geistig und moralisch fertig. Wir haben noch 3 Orden zu klären. Ich habe die Fresse so gestrichen, Dicke. Nein, es ist kein Let's Play!